Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Sie können jetzt enorm sparen bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume und das Stufe für Stufe. Beim Bezug einer Dreiraumwohnung bis zu 10% und damit etwa 350 Euro im Jahr. Durch den Etagenbonus. Jetzt informieren unter Telefon 03571 46 73 0, Hoyerswerda 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein exzellentes Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 8. Juli. Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch viele Eltern und Schüler machen sich jetzt schon Sorgen um den Start des neuen Schuljahres. Der Landeselternrat fordert vom Land, zusätzliche Lehrer einzustellen, um den Unterrichtsausfall zu stoppen. In Chemnitz, Leipzig und Dresden gab es deshalb heute Kundgebungen. In Dresden schlossen sich außerdem Kita-Erzieher mit einer Protestaktion an. Mehr Lehrer für Schulen, mehr Erzieher für die sächsischen Kitas. Bei gleich 2 Protestaktionen machten sich die Demonstranten am Dienstag vom Kultusministerium in Dresden für ihre Forderungen stark. Pädagogen aus allen Bereichen sehen die Schmerzgrenze beim Personal erreicht. Um auf den Lehrermangel aufmerksam zu machen, hat der Landeselternrat zu einem Flashmob aufgerufen. Also vom Stand her, derzeit ist es so, dass wir mindestens 200 Lehrer zusätzlich brauchen zu dem, die bereitgestellt wurden. Ab dem nächsten Jahr 500 Lehrer zusätzlich gebraucht werden, weil wir ab dem nächsten Schuljahr pro Jahr 4000 Schüler mehr haben. Und weil wir auch den Generationswechsel in den Klassenzimmern und den Lehrerzimmern einläuten wollen. Für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas setzen sich sächsische Erzieher mit der Windradtour ein. In einer 3-tägigen Sternfahrt kamen sie mit dem Fahrrad von Zwickau über Chemnitz, Freiberg und Depoldeswalde nach Dresden. In ganz Sachsen ist eine ganze Menge passiert, was die Quantität in den Einrichtungen betrifft. Es sind viele Plätze geschaffen worden und so weiter. Das heißt, es hat sich aber an der Qualität, nämlich an der Umsetzung des Bildungsplanes, wenig oder bis gar nichts getan. Wir haben ganz viele Aufgaben, die wir gut finden. Wir möchten gerne die Kinder kennenlernen. Wir möchten sie beobachten, wir möchten dokumentieren, wie sie wachsen. Wir möchten gerne mit den Eltern zusammenarbeiten. Es gibt keine Vor- und Nachbereitungszeit. Jede Erzieherin muss irgendwie sehen, dass sie das hinbekommt. Laut der Bildungsgewerkschaft GEW zählt Sachsens Personalschlüssel an Kitas und Horten bundesweit zu den schlechtesten und müsste dringend nachgebessert werden. Unterdessen gab Ministerpräsident Stanislaw Tillich Details der Haushaltsklausur des Kabinetts bekannt. Demnach sollen mindestens 1000 neue Lehrer jährlich eingestellt werden. Außerdem will Tillich die Mittel für die Kita-Förderung aufstocken, um die Betreuung im Vorschulalter zu verbessern. Gleich geht es bei uns weiter mit wichtigen Meldungen des Tages, also bleiben Sie dran. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de.
Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Sintflutartiger Regen hat heute Morgen auf der A4 bei Dresden zu einem schweren Unfall geführt. Ein BMW kam zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen durch Aquaplaning ins Schleudern. Das Auto streifte einen Laster, überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Der Fahrer wurde schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Am ehemaligen Haus 2 des Lessing-Gymnasiums an der Kolpingstraße haben die Entkernungsarbeiten begonnen. Die beauftragte Firma ist derzeit damit beschäftigt, die Fenster auszubauen. Das Schulhaus soll komplett abgerissen werden. Die Arbeiten dazu beginnen laut Stadtverwaltung am 21. Juli und dauern ca. 6 Wochen. Nach dem Schulhausrückbau wird ab 1. September auch die Turnhalle dem Erdboden gleichgemacht. Die Arbeiten einschließlich Abtransport des Schutts, Einebnung und Begrünung der Fläche sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Im Hoyerswerdaer Zoo haben die Umbauarbeiten der alten Bärenanlage begonnen. Entstehen soll für etwa 230.000 Euro eine Erdmännchenanlage. Im Frühjahr werden die possierlichen Tierchen in ihr neues Domizil einziehen. Bereits im Herbst werden in der umgestalteten Anlage neben dem Zoo-Restaurant Sambesi auch Stachelschweine umziehen. Der Ausbau der B97 in Bernsdorf ist geschafft. Der Verkehr kann wieder ungehindert rollen. Die Arbeiten hatten im Sommer 2012 begonnen. Die Gesamtkosten betragen rund 5 Millionen Euro. Ein letztes Mal muss die Bundesstraße ab Ende Juli bis zum Ferienende in Sachsen in Höhe des Zollhauses gesperrt werden. Dann wird der Kreuzungsbereich erneuert, sagte Bürgermeister Harry Habel der Elsterwelle. Noch etwas länger dauert das zweite Bauvorhaben in Bernsdorf. Die Verlängerung der S94 zur B97. Die rund 3 Kilometer lange und 14 Millionen Euro teure Asphaltstrecke wird erst im kommenden Jahr fertig. Erste Abschnitte sollen aber bereits Ende des Jahres freigegeben werden, so Habel. Pünktlich zum Start der diesjährigen Krabat-Festspiele im Schwarzkrömer Koselbruch ist nun auch die Zuschauertribüne fertig geworden. Sie bietet den Besuchern eine bessere Sicht auf das Festspielspektakel, das in diesem Jahr unter dem Thema Krabat, das Glücksspiel um die Schwarze Mühle steht. Die Finanzierung der Tribüne erfolgte mit Fördermitteln des Freistaates. Alle Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Das Landratsamt Bautzen bleibt am 16. Juli aufgrund einer Personalversammlung geschlossen. Betroffen sind alle Verwaltungsstandorte in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda sowie Außenstellen einschließlich Bürgeramt, Fahrerlaubnis und Kfz-Zulassungsbehörde, wird informiert. Auf dem Waldfriedhof in Hoyerswerda wollten Unbekannte die kupferne Zuleitung zum Gastank am Wirtschaftstrakt der Trauerhalle stehlen. Als ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen auf dem Gelände eintraf, bemerkte er markanten Gasgeruch und verständigte Feuerwehr und Polizei. Die Täter hatten versucht, rund 35 Meter Kupferrohr zu stehlen und bereits eine Stelle durchgesägt. Der Tank musste gesperrt werden. Der Sachschaden an der Anlage und durch das entwichene Gas wird mit rund 2.500 Euro angegeben. Einem Beamten des örtlichen Polizeireviers ist es zu verdanken, dass am Montagmittag in Hoyerswerda ein VW aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Das Auto war dem Polizisten in seiner Freizeit aufgefallen, weil er 2 Tage zuvor eine Diebstahlanzeige für die daran angebrachten Kennzeichen aufgenommen hatte. Er folgte dem Golf und informierte die Kollegen. Diese stellten fest, dass dem Auto offiziell gar keine Kennzeichen zugeteilt worden sind. Die angeschraubten Schilder gehörten eigentlich zu einem Toyota und standen seit dem Wochenende in Fahndung. Doch als wäre das nicht genug, reagierte ein Drogenvortest bei dem 32-Jährigen positiv. Außerdem hatte er einen Schlagring in der Hosentasche. Gegen ihn laufen nun gleich 3 Verfahren. Ungemütlich sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Bitter ist das für all jene, die heute Abend zum Public Viewing wollen. Mehr dazu gleich in den Aussichten.
Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Herr Höcke, wann genau beginnt das Herbstsemester hier an der Volkshochschule? Am Montag, den 8. September. Wie viele Angebote gibt es? Und das ist ja auch immer die spannende Frage, gibt es neue Angebote? Ja, also mehr als 300 Angebote gibt es auf jeden Fall. Und natürlich haben wir auch wieder Neues. Vielleicht nur beispielhaft neben den Webinaren, die schon seit 2 Semestern an der Volkshochschule laufen, in den Bereichen Mensch, Geschichte und Naturwissenschaften, haben wir jetzt auch Webinare in der beruflichen Bildung im Angebot. Zum Beispiel zu den Themen Gehaltsvorstellungen richtig an den Chef gebracht oder Widerstand gegen Stress. Wir haben Themen im Rechtsbereich, zum Beispiel Bankgebühren, was darf die Bank, was nicht, die Lebensmittelbezahlung. Wird ein Thema sein oder auch das Widerrufsrecht. Bob Ross, der Ölmalkurs läuft auch schon seit Semestern, dieses Mal neu die Blumen. Und wir haben im Herbst, in den Herbstferien ein Angebot für Jugendliche unter dem Motto Operation T-Shirt. Das heißt, sie sollen nähen lernen und versuchen, aus alten T-Shirts neue zu machen. Das, denke ich, ist ganz spannend. In der Küche wird es auch spannend sein, international im Herbstsemester. Sowohl spanische als auch chilenische Küche und Rezepte haben wir im Angebot. Gemüseschnitzen in der Vorweihnachtszeit und für alle, die sich dann noch bewegen müssen, weil sie zu viel gegessen haben, Drums Alive, um sich so richtig auszupowern. Also Nussknacker aus einer Mohrrübe, das kann man dann hier lernen. Genau so. Und am Ende dann vielleicht noch was machen für die Bewegung. Ne? Ich stelle mir einen Run auf das Webinar vor, die richtige Gehaltsforderung an den Chef bringen, denn das ist ja gar nicht so einfach. Aber für alle die, die es nicht wissen, noch mal kurz erklärt, Webinare, was sind das? Also es geht darum, dass wir mit der VHS-Universität Böblingen zusammenarbeiten. Sie stellen die Themen vor. Wir können natürlich auch mit Themen vorschlagen. Sie organisieren die Dozenten, die europaweit sich dann über Internet an die Teilnehmer wenden. Das heißt, unsere Teilnehmer sitzen hier im Seminarraum und per Internet ist dann der Dozent aus Zürich, Paris oder sonst wo zugeschaltet, referiert zum Thema und dann können die Teilnehmer auch Fragen stellen und kriegen natürlich auch Antworten. Ganz praktische Sache. Genau. Wann sollte man sich anmelden und wie kann man sich anmelden? Wo kann man sich anmelden? Anmelden können Sie sich sofort. Das Programmheft ist raus und im Internet auf der Seite vhs-hy.de, telefonisch. Also es kann sofort und die ganze Zeit passieren. Und auch für Kurse, die erst nach dem 8. September anfangen, also im Oktober oder November, kann man sich immer noch anmelden, bis der Kurs läuft. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich dann denke, das Semester hat angefangen, man kann sich nicht mehr anmelden. Jederzeit, wenn ein Kurs im September beginnt oder im Oktober beginnt, Ende Oktober, Anmeldung kurz vorher ist möglich. Wie lange vorher sollte man sich anmelden? Naja, also wir brauchen ja auch ein bisschen Planungssicherheit. Ich sag mal, eine Woche ist okay. Wenn der Kurs dann läuft, dann kann man auch noch kurzfristig dazukommen. Aber eine Woche vor Kursbeginn sollte man sich schon überlegt haben, ob man daran teilnimmt oder nicht. Beim Durchblättern des Heftes, das Sie hier in der Hand halten, ist mir aufgefallen, es gibt einen neuen Fachbereich. Das ist richtig. Wir haben uns entschlossen, beginnend mit dem Herbstsemester diesen Jahres einen Fachbereich anzubieten, Spezialkurse für Firmen. Das heißt, wir möchten ganz gerne an die Firmen, Unternehmen der Stadt und der Umgebung gehen mit Angeboten, die wir herausgefiltert haben aus unserem Angebot, wo wir denken, das ist auch ein Angebot für Firmen, von Sprachen über Gesundheitsbereich bis hin zu den schon genannten Webinaren in der beruflichen Bildung. Wobei das immer so eine Frage ist, ob der Chef dann finanziert, dass die Mitarbeiter zu dem Webinar gehen, die Gehaltsvorstellungen. Aber man weiß es ja nicht. Es ist auf jeden Fall ein Angebot für Firmen, damit man nicht großartig rumblättern muss als Chef, sondern weiß, hier gibt es die Angebote für Firmen und da schicke ich meine Leute hin. Ja, vielleicht einigt man sich dann auch schneller. Weiß man ja nicht. Genau. Alle Infos sind natürlich auch im Internet zu finden und da sagen wir ganz kurz den Zuschauern nochmal die Internetadresse. Das ist www.vhs-hy.de. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich viel Spaß beim Lernen hier an der Volkshochschule in Hoyerswerda beim Herbstsemester. Im Hoyerswerda Klinikum hat am Mittwoch wieder die Pflegeberatungsstelle der AWO Lausitz geöffnet. Von 13 bis 15 Uhr gibt es dort unter anderem Informationen zu gesetzlichen Regelungen, finanziellen Hilfen und den unterschiedlichen Formen der Pflege. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können interessierte Mädchen und Jungen am Mittwoch unter anderem selbst Türschilder herstellen. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr.
Die Mitglieder des Hoyerswerder Spätlesevereins präsentieren am Mittwoch in der AWO Begegnungsstätte in der Münzerstraße eine Modenschau. Los geht's, 14 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. Eine Kindermärchenstunde steht am Mittwoch im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerder im Programm. Treff ist 15 Uhr. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerder. Wir machen das. Nachts gibt es teils kräftige Gewitterschauer bei lauen 19 bis 15 Grad. Der Mittwoch wird überwiegend wolkig und es gibt erneut Gewitterschauer bei schwülen 20 bis 27 Grad. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerder. Wir machen das. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Unser Team wünscht Ihnen einen schönen Fußballabend und vielleicht ist ja morgen der nächste Weltmeistertitel für Deutschland schon in greifbarer Nähe. Bis dahin, tschüss.